Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir sitzen heute hier am 29. September und möchten euch den Tag präsentieren. Er ist der Daniel und ich bin der Sascha. Ja, und es geht los. Wir haben wieder ein Geburtstagskind. Geburtstagskind heute, das Bekannte, ist Per Mertesacker. Per Mertesacker, der Mann mit der Eistonne, kennen wir ja. Ja. Ja? Der nach dem Algerien-Spiel 2014 gesagt hat, ich muss erstmal in die Eistonne. Was wollen Sie überhaupt? Was stellen Sie überhaupt für bescheuerte Fragen? Ich muss jetzt erstmal in die Eistonne. Ja, ja. Hat aber recht gehabt. Ein Logo. Ja. Per Mertesacker, 1984 geboren, Nationalspieler gewesen und in Hannover und Bremen und was der Teufel wo, überall gespielt in England. Und dann hin. Ach komm, hör auf. Knaller. Knaller. Guter Typ auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Aber am 29. September ist auch noch was. Ja, und zwar der Deutsche Kaffeeverband terminiert am 29. September 2006 den Tag des Kaffees. Vortrinkerin ist, wie soll das anders sein, Nina Ruge. Nina Ruge? Ja. Im Übrigen, in Deutschland werden pro Tag 280 Millionen Tassen Kaffee verkonsumiert. 280 Millionen Tassen Kaffee pro Tag? Das ist unglaublich, oder? Ja, und dann muss man sich mal vor Augen führen, dass Kaffee nach Rohöl das größte an Gütern ist, was weltweit überhaupt hin und her geschifft wird. Es werden pro Jahr 7 Millionen Tonnen Rohkaffee geerntet, die weltweit für mehr als 10 Milliarden US-Dollar gehandelt werden. Hammer! 280 Millionen Tassen Kaffee bedeutet, jeder hat so etwa 3 bis 4 Tassen Kaffee. Ja. Jeder. Jeder. Und ich schon mal keine, bedeutet, du schon mal circa 7. Ach, reicht nicht. Für alle Nicht-Kaffeetrinker, ich trinke für euch mit. Macht ja? Keine echt? Sorgen. So ein großer Kaffeetrinker? Ich trinke morgens eine Kanne, mittags eine Kanne und wenn es geht, aber. Was? Auch eine Kanne. Ist doch aber mein Problem ist, ich habe einen hohen Blutdruck, kann es nicht mehr so ab. Komisch. Ist bei mir koffeinfrei. Ach so. Ja, entkoffeiniert. Bleifrei sozusagen. Ja. Aber am 29. September ist ja auch Weltherztag. Ach, wo wir gerade beim Thema sind. Ne? Beim Thema sind ja. Weltherztag, da musst du ein bisschen auf dein Herzchen achten. Ja, muss ich. Und daher mache ich auch entkoviniert. So. Ja. Und das geht, manchmal geht es ja gar nicht anders. Aber ist am 29. September, ist auch noch was? Ja, und zwar das Ende des Zweiten Weltkriegs, des Ersten Weltkriegs 1918. Katapultiert Bulgarien vor den Alliierten als erste auf die deutsche Seite stehende Nation. Hier sehen wir es. Bulgarien. Hauptstadt ist? Sofia. Sofia. Respekt und Anerkennung. Und die alte Hauptstadt ist? Tirana. Nein, weiß ich nicht. Kann sein. Neftoblotsk oder so irgendwas. Weiß ich nicht genau. Irgendwas. Die haben bestimmt eine alte Hauptstadt. Neftoblotsk. Genau. Das war am 29. September alles. Und morgen ist der 30. September. Da könnt ihr wieder reinschalten. Und da kriegt ihr ganz viele Angeberwissen auf die Ohren. Liked mal ein bisschen. Lasst mal euren Daumen da. Und vor allen Dingen abonniert mal den Channel. Ihr merkt doch, dass es gar nicht anders geht. Ja, genau. Kommt ihr gar nicht drum rum. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bis morgen. Haut rein.